So, wir haben, wie man auf den Bildern sieht, die Spider gewaschen. Sind hier an meinen, wo ich halt mal ganz gerne Bilder mache, an den Ort hier hinter unserem Gärtnerberg gefahren. Vorsichtig hier wieder raus, damit sie nicht wieder dreckig wird. Ne? Haben wir ein paar Bilder gemacht, ein bisschen mit der 360 Grad Kamera gespielt, mal gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt aber schnell nach Hause. In 20 Minuten muss ich schon meinen Mietfahrer abholen. Und dann geht schon wieder zur Arbeit. Ja, schöner Tag, also heute könnte man so richtig geil touren. Ja, Spätschicht. Das nützt alles nichts. Ich habe Spätschicht. Schade eigentlich. Mal die Reifen ein bisschen. Den Dreck. So, ab nach Hause. Auf zur Arbeit. Kann ich ja mal gucken, ob ich noch ein bisschen das Bearbeiten schaffe. Na hier, diese 30er-Zonenbuckel. Boah, ist mir warm, Mensch. Das ist ja, 23 Grad. Und dann hätte ich beim Fotos machen mal die Jacke ausziehen sollen. Das war ganz schön warm. Ja, na, was soll's. Ja, gestern das Video bis in die Nacht rein bearbeitet. Ich habe so viel rausgeschnitten und trotzdem ist es noch fast eine Stunde geworden. Ja, sorry dafür. Sind aber echt geile Szenen teilweise drin und das willst du dann alles nicht rausnehmen. Und ist vielleicht auch die letzte große Tour gewesen. Müssen wir mal schauen, was noch das Wetter so bringt und was die Zukunft dann, mal gucken mit den Wochenenden. Ja, auf jeden Fall, sorry dafür, dass das mal so lang geworden ist, wieder da das Video. Dies hier wird ganz kurz, ein paar Bilder, ein bisschen Gequatsche hier und dann geht es zur Arbeit hier. Der Herbst ist im vollen Anmarsch hier, voll drin, ein bisschen Blätter liegen. Das war für die Motorradfahrer natürlich jetzt am Wochenende auch ein bisschen blöd, da im Weserbergland. Hätte man wahrscheinlich eher eine Flachlandtour machen müssen, dann wäre es auf jeden Fall, dann wäre es auf jeden Fall trockener geblieben. Weil überall, wo Wald war, war auch nass und Laub und alles andere. Ja, so war das nämlich. So, wie gesagt, jetzt ab in die Garage und dann ab zur Arbeit. Ja, hier nochmal durch unser kleines Gärden, vorbei am Türmchen, hier am Steintor. Ja, für diejenigen, die frei haben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das Ganze hier sieht richtig Bombe aus. Also ich wäre auf jeden Fall auf Achse, wenn ich frei hätte. Ja, mal sehen, wie das Wetter zum Wochenende am 19. jetzt am Samstag geht es ja nach Essen. Zur RT-Vorstellung habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Da bin ich also auch gespannt drauf. Und ja, was macht er jetzt hier? Achso, der will wenden. Auch eine Art. Da hinten ist eine Wendeplatte. Naja. Ja, also bis denn. Ciao, haut rein.